Hallo ihr Lieben, im letzten Video vom 10. Oktober 2019 hatte ich euch im Astrologischen erklärt, wie wichtig der Aszendent für ein Sternzeichen ist, um genau ein Horoskop erstellen zu können. Heute bringe ich euch noch den Anhang dazu. Weißt du überhaupt, ob dein Sternzeichen unter zwei guten Sternen steht? Sicherlich nicht. Es gibt Grenzfälle der Sternzeichen, wenn das Tierkreiszeichen unter zwei guten Sternen steht. Die meisten Menschen kennen die 12 Tierkreiszeichen und können direkt und schnell auf Anhieb ihr Sternzeichen nennen. Werden zum Beispiel einige Menschen befragt, die zwischen dem 19. bis 25. Februar geboren sind, nennen sie sofort Fische. Doch sind sie es wirklich? Einige Astrologen sagen, dass jemand, der in dem Zeitraum geboren wurde, in dem ein Sternzeichen von einem anderen abgelöst wird, wie es als Beispiel in den Tagen vom 19. bis 25. Februar der Fall ist, ein Mischtyp ist. Hier ist also der Grenzwahl zwischen Wassermann und Fische. Und das bedeutet, dass sein Leben von beiden Sternzeichen beeinflusst wird. Denn die Wirkung des Wassermanns dauert noch 6 Tage an. Somit haben der Wassermann und der Fisch in der angegebenen Zeit gemeinsam den Einfluss von beiden Sternzeichen. So, und nun folgende Geburtsdaten sagen dir, ob du zu den Mischtypen gehörst. Grenzfälle sind zwischen Widder und Stier vom 20. bis 26. April. Stier und Zwillinge vom 20. bis 26. Mai. Zwillinge und Krebs vom 21. bis 27. Juni. Krebs und Löwe vom 22. bis 28. Juli. Löwe und Jungfrau vom 23. bis 29. August. Jungfrau und Waage vom 23. bis 29. September. Waage und Skorpion vom 23. bis 29. Oktober. Skorpion und Schütze vom 22. bis 28. November. Schütze und Steinbock vom 21. bis 27. Dezember. Steinbock und Wassermann vom 20. bis 26. Januar. Wassermann und Fische vom 19. bis 25. Februar. Und Fische vom 20. bis 26. März. Nachdem du anhand der genannten Daten herausgefunden hast, ob du ein Mischtyp bist, kannst du einen Aspekt deiner Persönlichkeit und auch einen Schlüssel zu deinem Charakter finden, den du nie vermutet hättest. So erklärt sich einiges, dass man als Mischtyp einige Merkmale bei dem nächstfolgenden Sternzeichen bei sich feststellen kann. Ich hoffe, das war interessant für euch. Möchtest du jedoch mehr über dich wissen? Dann ruf mich an und ich schaue für dich und beantworte deine Fragen. In lichtvoller Liebe, eure Deria.